Liebe Pokéfreunde, Ubitu wieder hier und die liebe Aiki, hoffentlich spreche ich das auch aus, gut, richtig, hat sich Demeteros, Mewtwo und Kyogre gewünscht. Schon zu Anfang der Season, deswegen kriegt es ja auch alle drei Pokémon. Ja. Gucken wir mal, wie das Team funktioniert. Ich schaffe leider heute nur ein Set. Wegen Zeitmanagement ein bisschen schwierig heute. Aber morgen wieder zwei Sets, definitiv. Mal gucken, ob wir einen Gegner finden. Ja, sieht gut aus. Gremlin Ninja. Okay, schon mal Demeteros gegen Demeteros. Okay. Super. Kyogre brauche ich wahrscheinlich am allerwenigsten mit. Ja, wäre eh der Bait gewesen. Boah, das kontert ja mein gesamtes Team ist tief. Ich hoffe, er lässt mich zum Surfer kommen. Das ist gut. Der Surfer macht nicht viel. Na, jetzt hat er zwei Attacken. Blattgeißel kommt, ja. Oh, das wird noch richtig tricky. Mit Zaruda hätte ich jetzt hier nicht mehr gerechnet. Im ersten Kampf gleich. Oh, er geht leider auf Sofortattacke. Aber ich gehe gleich auf Steinkante. Sehr schön. Ja, lass dich durch. Ja. Eins, zwei. Perfekt im Gleichstand, sehr schön. Ich hoffe, er schildert nicht. Ja, es wird noch alles richtig tricky hier. Kommt Demeteros rein? Ja. Ich glaube, den Wüstenkarn überlebe ich noch. Nein, schade, doch nicht. Oh Gott. Ich lass durch, lass durch. Egal. Er muss auf Spukball. Okay, er geht auch auf Spukball. Okay. Hätte ich mal doch geschildert. Aber ist halt so. Ja. Ah, schade, dass er noch ein Mewtwo hatte. Krypto auch noch. Ja, ich hätte. Ja, das hat mich gestört, das war unsynchron waren. Ich hätte irgendwie auf Psychostoß gehen sollen. Hier hätte ich echt ködern müssen. Oder direkt Spukball raushämmern. Naja. Mal gewinnt man, mal verliert man. Erste Kampf Zarude ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil das gegen alle drei Pokémon gut ankommt. War halt schon ein bisschen schwierig. Okay, ein Mewtwo. Oh, ich habe schon die Attacke, okay. Ja, den ersten schill ich. Zwei, drei, vier. Und jetzt gehe ich in meinem Mewtwo. Ja, hier kannst du gerne Spupper jetzt draufhämmern. Das überlebe ich jetzt definitiv besser. Okay, Spuckball war noch wichtig. Wechseluhr mal runterticken lassen. Neue Dialga. Eins, zwei,
2 einsetzen. Jetzt müsste er schilden. Okay, er schildert sogar. Ja, ich schildere auch. Eisenschädel würde ich noch überleben. Okay, er geht leider auf Eisenschädel. Gut, ich glaube, Mewtwo braucht wieder 5, ne? Okay. Über. Ah, er ist leider rechtzeitig raus. Ich hoffe, ich überlebe einen Wüstenorkan. Oh, das wird knapp. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ja, ich muss einsetzen. Ja, er hat leider eingesetzt. Oh, wenn ich das überleben würde, wäre das cool. Okay, er geht direkt auf Steinkarte. Okay, nevermind. Dann ist der zweite Kampf leider auch verloren. Ich muss immer hier auf Steinkante gehen. Ah, schön shiny Demeterus. Okay, er hat die Steinkante früher als ich schon. Schade, schade, ja, das ist schwierig, schwierig, schwierig. Oh, ich hätte mit meinem Demeterus drin bleiben sollen, weil. Ja, mein Demeterus habe ich gar nicht mehr gebraucht eigentlich. Hätte einfach auf Steinkante gehen sollen, gut ist. Naja. Naja. Also, was jetzt so noch auf uns wartet. Demeterus ist in der Führung eigentlich gut, wenn Dialga da ist oder ein Stahl-Pokémon. Oder Ho-Oh ist gar nicht mal schlecht. Ja, Mewtwo ist semi-geil in der Führung. So, okay, Luke 6788. Ich hasse Mirror Matches. Er gewinnt auf jeden Fall den Gleichstand, das weiß ich. Er hat Best Buddy drauf. Ja. Und macht die Steinkante drauf. Das heißt, er wird wahrscheinlich ein neues Dialga haben. So, er wird ein neues Dialga haben. Sehr schön, das kriegt er noch ab. Muss noch Kamera, klar. Ach komm, wir spielen hier mit Trikefalo. Also jetzt langsam hier, ne? Als ob hier jemand mit Trikefalo spielt, ne? Als ob. Als ob. Also, heute die Teams. Wahnsinn. Wirbler überlebe ich tatsächlich nicht mehr. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich den nicht mehr überlebe. Oh, komm schon. Der muss noch. Der muss noch. Ich hatte ihn doch schon. Ach, komm. Ja, okay. Was soll ich dazu sagen, Leute? Was soll ich dazu sagen? Trikefalo. Und ich muss hier schilden, ja? Also das kann ich auch nicht mehr gewinnen gegen drei Pokémon. Aber wir machen den Kampf zu Ende trotzdem. Gehen gleich auf Spukball, den wird er auch überleben. Okay.
Ah, vielleicht wäre jetzt hier zweimal Tiefschuss besser gewesen. Weiß ich nicht. Ja, wäre besser gewesen. Schade, das dritte Pokémon sehe ich nicht mehr. Oh, Trickefalo, wo kommen Unlichtdrachen auf einmal her? Nervig, nervig, ja. Also ich kann das Team leider nicht zum Glanz führen hier. Also es ist leider ein negatives Set geworden. Sarude, Trickefalo. Die sind für dieses Team hier echt ein recht guter Corebreaker. Ehrlich, dass ich mit dem Meteorus nicht mehr zur Attacke gekommen bin. Endlich mal eine gute Führung. Mal sehen, was reinkommt. Kyurem. Na, da werde ich eben Mewtwo wechseln. Und er schildert nicht mal die potenzielle Steinkarte, ne? Das gibt's doch nicht. Nein, ich schilde hier nicht. Wird eh eine Eiszeit sein. 1, 2, 3. Ach komm, als ob du die Attacke noch schaffst. Ah, egal, da kann hier Dings nicht mehr viel farmen. Da kann hier Heatran nicht mehr viel farmen. Okay, er schüttet eh. Finde ich gut. Okay. Ich muss einmal schilden. Ja, natürlich Eiszeit. So, ein bisschen mehr Energie geholt. So, was kommt rein? Dragoran, okay. Geh raus. Perfekt. Ja, brauche ich nicht schön. Das ist auf jeden Fall kein Solarstrahl oder so. Okay, den Kampf gewinnen wir diesmal. Weil der liebe Kai ein Hardcore dafür hier Dings ist. Und drüben haben wir die Steinkante ready. Sehr schön. So, hier kommen wir gleich mit der Ursprungswoge. Jetzt wäre natürlich Blizzard geil gewesen, aber naja. Ist halt so. Na, den Kampf haben wir definitiv gewonnen. Immerhin einen Kampf gewonnen. Das ist schon mal gut. Und snipen. So, und die Steinkante zimmert. Sehr, sehr schön. Ja, er hat versucht, die Steinkante abzufangen. Und damit hat er die Möglichkeit gegeben, rauszuwechseln. Zum Glück ist beides gleichzeitig passiert. Aber was ich tun musste, ist einfach nur mit der Steinkante rauswechseln. Und gut ist. So, Uncle Instinct 91. Mal gucken, was du sagst. AI. Ja. Mal sehen, Steinkante. Ob ein Shit kommt? Nein. Danke wie meinem YouTube. Na, ich werde hier nicht schön.
Antikraft macht nämlich nicht viel. Ja. Ich muss auf zweimal Spuckball auf jeden Fall gehen. So viel ist gewiss. Okay, ja, schön eh. Schade, dass ich das nicht nochmal eingesetzt habe. So. Ja, ich muss schilden einmal. Definitiv. Dann am besten gleich einsetzen. So. Togekiss macht nichts mehr. Togekiss ist nur noch zum Abfangen. Und er schildert, okay? Netter Versuch. Netter Versuch. Mal sehen, was er jetzt macht. Ich habe eine Attacke drüben ready. Ah, bitte Köder nicht. Okay, kein Köder, perfekt. Ich hoffe, ich kann jetzt runterfahren. Komm. Perfekt. Was kommt rein? Blarados, nein. Aber in Wahrheit muss ich ihn nur so weit runterkriegen, dass Wüstenorkan reicht. Aber er könnte theoretisch. Ich muss jetzt einsetzen. Okay, im Gleichstand. Ja, das habe ich gewonnen. Gott sei Dank. Hier sieht man heute so komische Pokémon. Das ist schon krass. Okay, der Gegner ist schon rausgegangen, scheinbar. Ja, okay, Surfer hat auch gereicht. Perfekt. Ja, er hat bestimmt Wutanfall im Moveset. Okay, Kaskade sehe ich gegen Demetrius und sowas. Aber, naja, Demetrius hat Steinkante. Aber wir haben 2-3 immerhin gerettet. Das heißt, wir gehen gar nicht so viele Punkte nach unten. Ja, sehr schön. Hat geklappt. Wir sehen uns gleich morgen zu nächsten 2 Sets. Für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.